Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, genau hier haben wir aufgehört beim letzten Mal und ich musste allerdings ein bisschen von dieser Meute hier im Hintergrund weggehen, weil man sonst nicht mehr wirklich was von mir versteht. Die sind wohl sehr, sehr aufgebracht hier alle, was ja nicht verwunderlich ist. Mal schauen, wo Stove und Erke sind. Kommt man da noch anders rein? Ach, hier ist die Tür offen, okay. Das war ein Held und ihr ließt ihn sterben. Ein Held für ganz London. Naja, immer diese tauben, blinden Menschen. Draußen sind ein paar mürrische Besucher. Eivor, wir haben dich nicht gehört. Was wurde auch Zeit? Ach so, mit den beiden oder was? Wurde auch Zeit, dass ihr zueinander findet und nicht länger um euch herumschleicht. Ja, ich fand zu Stoll und er zu mir und hier sind wir zusammen. Wart ihr heute schon mal draußen? In den Straßen braut sich irgendetwas zusammen. Ich hörte sie rufen. Der Tod von Afgos und Fredeswit hat viele verärgert. Dann hoffen wir mal, dass der Kompass unter ihnen ist. Daran zweifle ich nicht. Doch sind wir für ihn bereit? Ja. Gehen wir noch mal alles durch, was bisher geschehen ist. Trück wurde von Männern, die für ihn gearbeitet haben und denen er vertraute, ermordet und enthauptet. Afgos, der Pfeil, unser Waffenbruder. Er wollte London für den Orden sichern. Und die gute Schwester. Das ist noch ein Dolchstoß in den Rücken. Londons Heilige, Schwester Fredeswit. Sie war der Blutegel und die Stadt war ihr Fleischmarkt. Dein Bischof hat bereits eine Entschuldigung im Namen der Kirche verfasst. Wir sollten uns auf den Kompass konzentrieren. Alles sammeln, was wir wissen und offen auf den Tisch legen. Aye. Wir ließen fliegen den Federstock und trockneten der tückischen Tinte Fass. Nun warten wir, dem Wolfe gleich, auf ihres rachsüchtigen Herrn und Rinnsalreiters Wiederkehr. Schön, schön. Da hat wohl jemand von Odins Met getrunken. Was beschäftigt dich, Stowe? Wir wissen, dass der Kompass ein Seemann ist, ein Schiffsführer aus dem Frankenreich. Und er wird nicht gerne hören, dass sein Schiff ein Leck hat, sozusagen. Nach dem Tod des Blutegels und des Pfeils wird er sich rächen wollen. Nur wissen wir nicht, wie oder wann. Abgesehen davon bleibt dieser Mann unsichtbar. Ein Feigling, wenn du mich fragst. Rennt in eure Hölle, ihr verfluchten Gräben! Wir sitzen fest! Gibt es noch einen Ausgang? Der Turm! Da ist ein offenes Fenster, an das sie nicht rankommen! Ich geh hoch. Such du einen anderen Weg. Okay, wir gehen hoch, aber was machen wir dann? Lauf zum Kirchturm! Uns bleiben viele Jahre. Komm! Aber ich denke mal, da müssen wir durch, oder? Das ist kein offenes Fenster. War das jetzt so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Nee, ist von der anderen Seite versperrt. Okay. Oh, okay. Das ist dann wohl die Antwort. Nein, du sitzt noch oben. Los, das sind Sachen, wo du dich dran festhalten kannst. Los. Ja, so ist brav. So ist brav. Da geht's noch weiter hoch. Ah.
Sie sind eingesperrt. Lass sie brennen. Ah, Moment, da sind einige Krieger. Komm schon. Du wirst sühnen. Was willst du tun? Und dich umbringen. Mehr nicht. So, wo ist der andere? Feigling, wo bist du? Eivor, bist du hinten? Aber lass dir ruhig Zeit. Vielleicht grillen. Kommt, Leute. Hallo. Hallo. Kommt ihr jetzt mit? Wieso habe ich eigentlich die Fackel in der Hand? Was soll denn der Quatsch? Leute? Was soll ich mit der Fackel? Köcher ist voll, sehr schön. Wir können sofort verschwinden. Ich muss nur mal eben gucken, ob ich hier noch was mitnehmen kann. Okay. Ja, lauft! Los, Leute! Vom Dach aus konnte ich die Stadt überblicken. Im Hafen liegt eine neue Flotte vor Anker. Der Kompass. Das Schwein. Wenn wir die Rutten bemannen, die Afgos gebaut hat, könnten wir einen wahren Pfeilhagel auf sie niederprasseln lassen. Ich würde eher die Flanke nehmen, um dieses Heer zu umgehen und die Boote zu erreichen. Wenn wir der Bestie den Kopf abschlagen, werden die Männer des Ordens leicht zu besiegen sein. Ich würde sagen, die Flanke. Wir brauchen nur den Kompass. Wenn er tot ist, ist die Schlacht gewonnen. Ich kann dich zu ihm führen, durch das Schilf, wie dieser Moses von Stower. Was auch passiert. Heute Nacht endet es. Möge Gott unsere Schwerter lenken und uns den Rücken decken. Werd nicht leichtsinnig, Stimme der Vernunft. Wir sehen uns, wenn es vorbei ist, Erkel. Verlass dich drauf. Folgt mir. Also ich hoffe, dass wir ihm wirklich trauen können. So können wir sie umgehen. Aber gut, wenn er wirklich so viel für ihn übrig hat, dann... Wo ist der Typ denn? Ich habe jetzt nur ein bisschen Sorge, dass ich ihn jetzt verlieren könnte, weil er so schnell wegrennt. Ich werde den Typ zwar gerne helfen, wo auch immer der jetzt war. Okay, den kann man anscheinend nicht helfen. Ach, da hätte ich runterspringen können. Haha. Ha. Hier lang! Der Hafen brennt! Geh da lang. Da kannst du unbemerkt bleiben. Ich versuche dir Deckung zu geben. Wo ist da lang? Keiner von denen ist der Kompass? Die Frage ist, auf welchem Schiff ist der jetzt? Oh. Das scheint ja auch alles nicht zu sein. Sieh mal nach, Sühnen. Aber irgendwo... Ah, da in der Mitte ist er wahrscheinlich, nehme ich mal an. Okay. Dann machen wir es anders. Solange es hier keine Schlachterfische gibt, ist alles in Ordnung. Genau. Guckt ihr mal schön Richtung Küste. Ich muss mich um euren Boss kümmern.
So. Wo ist das Schwein denn? Sind hinten auch welche? Hier ist eine Anomalie? Hilfe, was ist das denn? Das ist also der Kompass. Groß genug, um durch den Ozean zu warten. Ich ertränke und verbrenne jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in diesem Drecksloch von einer Stadt. Ach Mann, so viel dann zum Attentat. Wegen dir musste ich aus dem Frankenreich herkommen. Viel hätte er nicht geradeaus. Sterb! Rührt vielleicht einer von euch einen Finger, um seinem Herrn beizustehen? Versinke! Boah, ich dachte, ich hab das jetzt gemacht, weil ich ausgewichen bin. Hallo? Zu Asche verbrennen, was man nicht besitzen kann. So führen sich nicht mal Kinder auf. Zur Hölle mit Lunden. Udigard hat gut daran, es niederzubrennen. Ein Scheißhaus aus Stein und Mörtel. Nur in Flammen strahlt es hell und schön. Wirst du nun über diese Asche herrschen und das Volk deiner Willkür unterjochen? Du verfügst wahrhaftig über Macht. Macht, die du dir verdient hast. Meine Arbeit in Lunden ist getan. Das reicht mir. Lunden war nicht mehr als ein Anfang. Mein Orden reicht weiter, als eure kleinen Schiffchen euch tragen können. Vergiss das nie, drückt mein alter Freund. Ein Mann auf See mag Gold und Ruhm haben. Doch er ist immer ein Sklave der Gezeiten. Wir sind diese Gezeiten. Damit haben wir wieder ein weiteres Ordensmitglied getötet und scheinbar auch wieder für Frieden gesorgt, so wie es aussieht. Ah, ein Hinweis für einen Orden. Sehr schön. So, schnell speichern. Das Spiel hängt sich ja gerne mal auf. Was mich interessieren würde... Ne, da steht immer noch nicht, dass ich ihm irgendwas zeigen soll. Schade. Dann können wir auf jeden Fall wieder zurückgehen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas drin ist. Wahrscheinlich eher nicht, aber wir gucken nochmal schnell nach. Die Anomalie ist schon ein bisschen seltsam hier hinten. Ich habe in der Welt schon mal so eine Anomalie gesehen. Und das war dann letztendlich ein Rätsel, was ich lösen musste. Aber ja, da sieht sie halt doch ziemlich seltsam aus. Oder ist doch noch was zu plündern. Haha. Fast übersehen. So. Kann ich irgendwo meine Pfeile nochmal so ein bisschen auffüllen vielleicht? Da war doch unterwegs mal was. Das nicht mehr? Ach, geh doch mal hier runter, Mann. So. Ach so, das sind aber andere. Ich dachte gerade, das waren die Gegner. Hey, war das?
bist du ja. Dir haben wir unser Glück zu verdanken, Dränger. Wie sehe ich aus? Halb betrunken und halb verbrannt? Weder noch. Und das Blut auf deiner Klinge steht dir gut. Der Kompass ist tot. Lunden gehört euch. Reißt es ab oder baut es auf? Wir bauen auf. Wir verstärken die Mauern, führen Familien zusammen. Und diesmal nehmen wir weniger Holz und mehr Stein. Nicht jetzt, Erke. Ich brauche einen Moment, um zu beten. Den nehmen wir uns gemeinsam. Bis wir uns wiedersehen, hoffe ich, ihr steht mir auch bei, wenn ich euch rufen lasse. Du kamst nach Lunden auf der Suche nach einem Freund, Eivor. Gefunden hast du zwei. Eibroger, das hast du dir verdient. Ein Silberring für deinen Ratensitz. Trück hat ihn mir einst geschenkt. Ich denke, du hast es dir verdient, ihn zu tragen. Ich bin gerührt, Erke. Ich trage ihn mit Stolz. Na, so wie die gucken, hätte er ihn doch lieber seinem Freund geschenkt, glaube ich. Ja, sehr geil. Kann man das benutzen? Sabotieren oder benutzen? Auch das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal. Ja, damit haben wir auch mir wieder... Scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Wieder zwei Fertigkeitspunkte, wollte ich eigentlich sagen. Aber ja, an Randvi habe ich auch schon gedacht. Ich meine, bevor ich mich um die Fertigkeitspunkte kümmere, klaue ich mir doch eben noch die Pfeile, die hier drin sind. So, da wollen wir mal eben schauen. Ach, wir sind sogar schon 129 mittlerweile. Eieiei. Also wie ihr seht, ich habe sehr viel in den Berserkerbaum reingesteckt. In den Wolfsbaum war es, glaube ich. Hier das Blaue habe ich nicht so viel reingesteckt, weil da bisher noch nichts war, was mich groß interessiert hat. Der Rabenbaum, meine ich, war der Gelbe. Ja genau, der Rabenbaum, den fand ich eigentlich nicht schlecht, aber der Berserker hat irgendwie immer gute Sachen da drin gehabt. Okay, das wäre auch nicht schlecht. Hier könnten wir noch was freischalten, Weg des Raben. Ist jetzt die Frage, schalten wir unten noch was frei, um was weiterzukommen oder gucken wir hier oben? Weil da hatte ich jetzt auch was Neues. Nee, das waren das mit den Pfeilsalven. Sprintschlag, genau, da wollte ich eigentlich nachgeguckt haben. Zumal hier auch wieder Leben mit dabei ist, dann würde ich sagen, dass wir da erstmal weiter ausbauen. Feuerwiderstand. Kreizt mich jetzt gerade sehr. Aber wir machen erstmal den Nahkampfwiderstand für die Zeit, wenn wir kämpfen. So, dann werde ich jetzt mal eben per Schnellreise zurück nach Hause reisen, wo wir uns dann gleich wiedersehen. Ja, und da sind wir angekommen. Was ist mit dir? Finn, willkommen in unserem Heim. Mögest du hier einen zweiten Wind finden, der deine Segel füllt und dich über die Meere und wieder zurückträgt. Dieses Bild werde ich im Kopf behalten, Wolfsmal. Ich freue mich, mit an Bord zu sein. Mit ihm wollte ich nämlich schon die ganze Zeit gesprochen haben, aber irgendwie ist er mal wieder abgehauen, sobald ich wieder zurück war. Diese Geschichte trug sich vor langer Zeit in einer Oase in der Wüste zu. Einem Ort voller Geheimnisse und Wunder. Am Tempel eines verborgenen Gottes. Der Wächter dieses Tempels war ein stolzer Mann von königlicher Natur, auch wenn er kein König war. Ein Beschützer heiligen Wissens. Die Frau des Beschützers war eine Gelehrte, die Tag ein, Tag aus uralte Schriften las, um ihnen die Geheimnisse der Wüste zu entlocken. Die beiden hatten einen Sohn, dem sie all ihre Fähigkeiten und ihr Wissen weitergeben wollten, als Verkörperung ihrer unsterblichen Liebe. Doch dann trug es sich zu, dass der König dieses Landes den Tempel für sich selbst beanspruchte. Der Beschützer widersetzte sich. In der darauffolgenden Schlacht wurde der Junge getötet und der Tempel erobert. In tiefer Trauer trennten sich der Beschützer und die Gelehrte. Ein König, der ein Kind tötet, ist ein Feigling. Sie sollten ihn umbringen. So ist es. Doch für lange Zeit gingen der Beschützer und die Gelehrte getrennte Wege. Stets auf Rache für ihren Sohn aus.
Doch getrennt fanden sie nur Kummer und Schmerz. Allein konnten sie nichts erreichen, außer ihr Schicksal zu beweinen. Nach vielen fruchtlosen Jahren trafen sie erneut aufeinander und bejammerten ihr Scheitern. Sie schlossen sich in die Arme wie in ihren besten Tagen. Nach dieser Zusammenkunft erkannten sie, was ihnen gefehlt hatte. Nur der Bund, der ihren Sohn erst entstehen ließ, würde sie zum Sieg führen. Also lehrte der Beschützer die Gelehrte zu kämpfen, zu reiten und Spuren zu lesen, während die Gelehrte dem Beschützer Weisheit und neue Kenntnisse vermittelte. Während sie also übten und lernten, wurden sie unzertrennlich. Sie wirkten, aßen und schliefen als eine Person. Niemand sah sie je getrennt, bis sie sich eines Tages am Flussufer trafen. Sie hatten alles gelernt, sie von ihm und er von ihr. Sie gaben sich einen Kuss und trennten sich. Sie reiste nach Westen, er nach Osten. Sie wurden nie wieder gesehen. Doch es heißt, dass einmal im Jahr zwei Adler an eben diesen Ort zurückkehren, um zu verweilen und auf die Fluten zu blicken. Die Bewohner der Umgebung ergötzten sich an den Adlern. Sie hielten sie für ein Omen, ein Zeichen des Schutzes. Sie wurden zu Vögeln. Genau wie Loki zum Lachs wurde. Gut möglich. Andere sagen jedoch, die Adler wären ihre Kinder, entsprungen aus einer Liebe, die keine Zukunft hat. Doch wer vermag das schon zu sagen? Eine gute Geschichte. Fantasievoll, aber doch voll der Wahrheit. Ich? Fantasievoll? All meine Erzählungen sind absolut und fast immer wahr. Fast immer wahr, oh, so, hallo. So. Kannst du mir denn meinen neuen Vertrag bringen? Ich habe gerade Arbeit hereinbekommen, die nach deinen Fähigkeiten verlangt. Ja, sehe ich. Mal wieder ist alles leer. Wenn dir danach ist, warten hier weitere Aufträge auf dich. Okay, hätte ja klappen können. Immerhin ist das schon mehr als 24 Stunden her. Also dann, leb wohl. Ja, ich hatte die Geschichte vorhin schon mal, als ich hier war. Ach so, das war, glaube ich, der Baum. Nee, Moment, das ist der Baum. Ist hier denn nichts drin? Da ist tatsächlich nichts drin. Ausgehöhlter Stein. Das ist das Neue, was wir bekommen hatten, ne? Ja, sieht doch ganz schick aus. Ja, ich bin nämlich schon ein oder zweimal hier vorbeigelaufen, um Sachen abzugeben. Hey, und jedes Mal war der diese Geschichte am Erzählen. Ja, hi, aber ich kann gerade nicht. Ich will endlich mal das machen, was ich angegeben habe. Und zwar die Hauptquest hier weitermachen, beziehungsweise mit ihr sprechen. Lunden steht uns bei und ist frei vom Orden. Gut, Heitam wird zufrieden sein. Ne? Fehlen noch drei. Ich sollte mit Heitam sprechen. Ah, sehr schön. Mit ihr, mit ihr sprechen wir aber trotzdem noch mal eben. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, wir haben hier noch mal was, wo man Belohnungen für bekommt. Und die anderen, die waren eigentlich zu stark. Ja gut, das können wir vergessen mit 250. 130 ist auch schon etwas über unseren Grenzen. Wobei wir das wahrscheinlich auch schaffen würden. Aber ich würde dann sagen... Was ist mit Oxenaforge hier? Sigurd sagte mir, er hätte dort zu tun. Ja, tatsächlich ist Sigurd gerade dort. Du sollst ihn dort treffen, sobald du kannst. Er hat sich mit dem aufrührerischen Tarn Gedrick zusammengetan und hofft, ihn im Tausch für seinen Schwur als Aldermann einzusetzen. Es gibt eine Schenke im Herzen Buckingahams. Sigurd erwartet dich dort. Dann sollte ich zu meinem Bruder. Wo liegt Buckingaham? An der großen Use, welche Oxenaforge hier teilt. Sigurd wird sich freuen, dich zu sehen. Okay, ich habe jetzt absolut nichts verstanden, aber ist in Ordnung. Wir sprechen aber trotzdem noch mal kurz mit Heitam. Ich sollte mit Heitam sprechen. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Hörst du mir denn nicht zu? So, da hinten, genau.
Ist mein Attentat eigentlich wieder aufgefüllt? Ich weiß es nicht. Wir machen mal kurz. Zeig dir nicht an. Aber ich denke mal, das ist aufgefüllt. Wo bist du denn? Da. Lunden wurde vom Orden bereinigt. Vorerst haben sie dort keine Macht mehr. Das sind gute Neuigkeiten. Ich würde sie gebührend zelebrieren, doch nun leidet Jovovic unter demselben Befall. Die Stadt wird von Nordleuten beherrscht. Ich sollte dort leichter Verbündete finden. Das ist ein hoffnungsfroher Blick darauf. Sprich mit Randvi, wenn du dorthin reisen möchtest. Ich habe hier etwas für dich. Eine Nachricht, die dich verstimmen könnte. Sprich nur. Erinnerst du dich an Kjötvis Sohn, Gorm? Er hat mittlerweile den Platz seines Vaters im Orden eingenommen. Ist das so? Ist Gorm hier in Englerland? Ein weiterer Name auf unserer Liste? Er ist eines unserer Ziele. Aber er ist nicht in Englerland. Er ist weiter westlich. Ein Land namens Vinland, vor Jahrhunderten von einem irischen Seemann namens Brenin entdeckt. Der Orden der Ältesten ist neuerdings sehr an Vinland interessiert, aber ich vermag nicht zu sagen, warum. Lass es mich für dich herausfinden. Nach Gorms Tod. Vinland ist meinen Quellen zufolge weit entfernt. Es könnte Wochen dauern, ihn zu finden, nach langer, gefährlicher Reise. Keine Gefahr könnte mich abschrecken, Heitam. Ich spreche mit Randvi und plane die Überfahrt. Gab es sonst noch etwas? Nee, ich glaube, wir haben noch nicht genug, ne? Nee, das kann ich alles nicht abgeben. Schade. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt nochmal mit, ich habe gerade ihren Namen vergessen, also mit ihr sprechen, dann werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dann mal schauen, ob wir wirklich zu dem einen gehen oder ob wir eventuell uns umentscheiden und erstmal ein anderes Gelöbnis machen, wo wir Verbündete finden können. Beziehungsweise vielleicht hat das jetzt auch nichts mit einem Gelöbnis zu tun, ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.